Guten Abend und herzlich willkommen aus der Epiphanienkirche. Hier in der Epiphanienkirche hängen normalerweise das ganze Jahr hindurch Bilder von Künstlern und Künstlerinnen aus Berlin und ganz Deutschland. Jetzt haben wir schon seit Monaten hier ganz leere, traurige Wände zu beklagen, denn pandemiebedingt konnten wir keine Vernissagen durchführen und entsprechend auch keine Bilder ausstellen. Und so haben wir uns heute zu einem etwas ungewöhnlichen Schritt entschlossen. Wir werden unsere Vernissage erstmals digital durchführen. Wir haben die Künstler und Künstlerinnen des Kollektivs der Gropiusstädter Sonntagsmaler eingeladen, hier ihre Bilder uns vorzustellen und ihnen ein wenig zu erläutern, ein paar Hintergrundinformationen zu geben. Und im Anschluss daran werden sie dann noch etwas Musik hören und sie werden dann durch die ganze Kirche hindurchgeführt und können sich dann alle Bilder noch einmal gesammelt anschauen. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, unsere Ausstellung live und in Farbe und echt zu bewundern. Wir haben regelmäßig unsere Kirche geöffnet und zu diesen Zeiten können Sie gerne kommen und sich die Bilder persönlich ansehen. So wünsche ich Ihnen heute Abend eine angenehme Zeit und interessante neue Erfahrungen. Verehrte Damen, verehrte Herren, liebe Freunde der Kunst, wir freuen uns, Sie in der Kirche der Epiphaniengemeinde in Berlin-Charlottenburg zu einer ganz besonderen Ausstellungsart zu begrüßen. Schön, dass Sie dabei sind. Die Künstlergemeinschaft Gropiusstädter Sonntagsmaler hat sich 1975 gegründet, vorausgehend aus einem Kurs der Volkshochschule in Berlin-Neukölln. Bei dieser Ausstellung nehmen 11 Künstler teil. Im Laufe der zurückliegenden Jahrzehnte wurden Gemeinschaftsprojekte durchgeführt, so unter anderem verschiedene Poster für den Zoologischen Garten in Berlin, aber auch ein Poster für den Bezirk Berlin-Neukölln oder die Bemalung eines Buddybären für den magischen Zirkel. Neben Ausstellungen vielerorts in Berlin erscheint seit 40 Jahren der Kalender Kense Berlin und drumrum. Damit möchte ich gern zu unserer aktuellen Ausstellung überleiten und wünsche Ihnen einen schönen visuellen Rundgang durch die malerische Vielfalt. Guten Tag, mein Name ist Sonja Hartmann. Ich male seit 1978 bei den Gropiusstädter Sonntagsmalern und wir sind eine Künstlergemeinschaft. Ich freue mich, dass wir wieder mal hier in der Epiphaniengemeinde ausstellen können und zeige heute meine neuesten Bilder, die ich in Potsdam auf einer Malreise vor Ort gemalt habe. Hier sehen Sie einen Teil des neuen Palais, was ich angefertigt habe, und so habe ich auch noch ein Bild von der Kliniker Brücke, was ich von Babelsberg aus gemalt habe, und ich hoffe, es findet Freude hier in der Gemeinde. Hallo, liebe Kunstinteressierte. Ich bin ein in Berlin geborener Künstler. Mein Name ist Peter Wockert. Ich bin Mitglied der Gropiusstädter Sonntagsmaler und freue mich sehr, dass ich bei dieser Gemeinschaftsausstellung in der Epiphanienkirche mit teilnehmen kann. Ich habe mir drei Werke ausgesucht und das Thema sind die 20er Jahre, wie man hier unschwer erkennen kann, hoffe ich. Und inspiriert wurde ich durch eine Ausstellung im Prenzlauer Berg, wo die Galeristin das mal zum Thema machen wollte, die Nächte der 20er Jahre. Und da ich und meine Lebensgefährtin auch gern die Staffel Berlin-Babylon anschauen,
habe ich so viel Inspiration gehabt, dass ich gesagt habe, komm, das musste irgendwie aufs Papier bzw. auf einen Keilrahmen bringen. Und so sind mehrere von diesen dann entstanden. Malen tue ich in diesem Fall auf Keilrahmen, auch die beiden anderen Werke, die dann noch zu sehen sind. Ich verwende dabei ausschließlich hochwertig pigmentierte Acrylfarben, die ich teilweise pastös, aber überwiegend auch in Lasurtechnik verarbeite. Sie sind alle gerahmt in einem Schattenfugenrahmen und sind ungefähr 94 mal 74 cm groß, beziehungsweise genau umgekehrt, also 74 cm ungefähr breit und 94 cm hoch. Ja, und ich würde mich freuen, wenn einer von den Kunstinteressierten Freude an diesen Werken hat. Und wem es so gut gefällt, der kann es natürlich auch gerne käuflich erwerben. Mein Name ist Doris Pfund und die Malerei in Acryl und Aquarell, sowohl als auf einem Bild als auch auf Eiern, ist meine Leidenschaft. Die Wahl der Mühlenmotive liegt vielleicht darin begründet, dass ich in der Bäckerei meiner Eltern in Berlin-Buckow zwischen Mehlsäcken aufgewachsen bin. Nachdem in Berlin die vorhandenen Mühlen gemalt waren von mir, habe ich mich konzentriert auf das Umland und auch dort haben die Mühlen mein Interesse geweckt. Neben der klassischen Holländermühle, wie zum Beispiel in Potsdam, gibt es aber auch die Bockwindmühlen, wie hier in Marzahn, Berlin-Marzahn. Da wird durch einen Holzbock die ganze gesamte Mühle dem Wind entgegengestellt. Ebenso bei einer Paltrockmühle, die auf einem Kugellager basiert. Besonders interessant ist eine Scheunenmühle südlich von Berlin in Salo, bei dem die Scheunentore geöffnet werden und dann der Wind das Mahlwerk in Gang setzt. Hervorzuheben ist auch die Mühle in Straupitz, eine sogenannte Dreifachmühle, ein europäisches Denkmal, bei dem sowohl als Sägemühle, Mehlmühle und die Leinölmühle zum Einsatz kommt. Idyllisch gelegen sind Wassermühlen, wie die Mühle hier in Torno, nördlich von Berlin, ein Bild aus dem diesjährigen Kalender der Gropestädter Sonntagsmaler. Mit dem Müllerspruch möchte ich grüßen, Glück zu! Mein Name ist Monika Cornell. Ich bin Mitglied der Gropestädter Sonntagsmaler seit 1978. Ich male eigentlich gerne Berlin-Motive, Tiere und so weiter. Aber 2018 war ich mit meiner Schwester in Israel und habe die beeindruckende Landschaft versucht zu malen. Und zwar unter anderem im Garten Gethsemane. Das hat mich sehr fasziniert, weil es da ja so viele Erinnerungen gibt an die Kindheit, alles, was man mal im Religionsunterricht gelernt hat und wo Jesus verraten wurde, unter anderem. Das hat mich sehr berührt. Und dann diese uralten Olivenbäume. Das ist alles in Acryl bzw. Öl entstanden und ja, wenn es möglich ist, hängt es jetzt hier und da bin ich sehr froh drüber. Bei meiner Israel-Rundreise, die ich mit meiner Schwester gemacht habe 2018, waren wir unter anderem in der Wüste, in der Negev-Wüste und haben dort die Beduinen gesehen, wie sie dort leben und auch mit den Tieren
und haben festgestellt, dass Wüste was sehr Schönes haben kann. Hat uns sehr gut gefallen dort. Guten Tag, ich bin von den Gruppe Städter Sonntagsmalern. Mein Name ist Annette Geert. Ich bin froh und glücklich, dass ich in der heutigen Zeit ausstellen darf, und zwar drei Bilder in der Epiphanienkirche bei Frau Thulmann. Und da bin ich ganz glücklich drüber. Ich habe drei Bilder mitgebracht und hier dieses. Da war ich so froh, dass mein Schloss wieder aufgebaut wird. Da ist es aber noch im Werden des Forum, vom Humboldt-Forum. Und hier ist es schon fertig. Ist vom Kupfergraben aus fotografiert. Und dann habe ich noch eins, und zwar den Leuchtturm auf Hiddensee. Leuchtturme male ich sehr gerne. Wenn ich Geld hätte, würde ich mir einen kaufen. Ich habe aber kein Geld. So, vielen Dank und viel Spaß. Adieu. Mein Name ist Annette Möbius, ich bin 61 Jahre alt und habe mich vor 5 Jahren der Künstlergruppe Gruppe Städter Sonntagsmaler angeschlossen. Schon immer habe ich gerne gemalt und seit ca. 10, 15 Jahren beschäftige mich ganz intensiv mit der Aquarellmalerei. Mich fasziniert an der Aquarellmalerei, dass man viel experimentieren kann, die verschiedenen Techniken, dass die Farben leicht transparent sind. Man kann sie eben halt nass und nass einfach mal in sich mal wirken lassen oder eben halt auf dem Papier direkt mischen. Meine Motive finde ich direkt vor Ort oder auf Fotos, die meisten natürlich von mir selber fotografiert oder eben halt als Malmotiv oder als Malmotto in Malkursen. So sind auch die hier von mir ausgestellten Bilder auch entstanden. Die anderen beiden Bilder, wie hier zu sehen, sind eben halt in Malkursen unter einem bestimmten Motto entstanden. Zum einen das Motto Straßencafé ist dort. Das ist, ich habe ein Motiv gewählt, mitten in Berlin, mitten in Charlottenburg. Das ist Stuttgarter Platz, Ecke Leonhardstraße. Und ganz typisch für Berlin sind die vielen Grünanlagen und so wie ein wenig Sonne hervorkommt, so werden Tische und Stühle herausgestellt und das ist eben halt die typische Berliner Szenerie, im Grünen zu sitzen, draußen zu sein. Ich fand es naheliegend, einfach Straßenmusiker mitten auf dem Vorplatz des U-Bahnhof Pankow zu setzen. Pankow ist hier, hier haben wir den U-Bahn-Eingang, wir haben auch tatsächlich wieder Berlin-Motiv, die S-Bahn, wir haben auch ein kleines Straßencafé, Fahrrad, Tretroller und so weiter. Tatsächlich liefert diese Stadt, in der ich lebe, in der ich geboren und aufgewachsen bin, unglaublich viele Anregungen. Unter anderem kann man sich viel mit anderen Kreativen austauschen. Es gibt viele Galerien, Kunstausstellungen, Museen, es gibt Seminare, Workshops und so weiter. Ich liebe es, mich diesen Motiven um Berlin herum und Umgebung anzunehmen und mich den Herausforderungen zu stellen, sie malerisch darzustellen. Mein Name ist Bärbel Jung. Ich male vorwiegend in Acryl, hin und wieder auch in Öl und Aquarell. Ich bin bei den Gruppe Städtern Sonntagsmalern so seit ca. 1975. Ich möchte meine Bilder vorstellen. Dieses ist in Hermsdorf, der Fellbacher Platz. Dort ist mittwochs und samstags Markttag. Wunderschön bepflanzt und ja, dann gibt es ein Pissoir, das Café Achteck, das ist auch sehr beliebt und schön ausgebaut. Das nächste Bild ist das Weingut Pritz,
Das ist am Koppelweg in Britz, Nummer 70. Da sind viele Kleingärten und zwischen den Kleingärten ist dieses Areal etwa 5000 Quadratmeter groß und hat 1500 Weinreben. Und im Herbst gibt es schöne Weinfeste, ja, mit Live-Musik und mit dem Bezirksbürgermeister Hickel kann man gut hingehen. Mein Name ist Tilly Breitkreuz, ich bin 82 Jahre alt, habe 4 Kinder, 7 Enkelkinder und habe eigentlich mein ganzes Leben lang gemalt. Als Kind immer schon gerne Gesichter gezeichnet und diese Liebe zu den Figuren ist mir geblieben. Und als meine Kinder größer waren, habe ich überlegt, was kannst du jetzt noch machen? Und dann ist mir mein Maltalent eingefallen und ich bin zur Volkshochschule gegangen und habe da angefangen zu malen. Und das war ein Glücksfall in meinem Leben. Die Gropestädter Sonntagsmaler haben mich jetzt seit vielen, vielen Jahren begleitet. Und ich male hauptsächlich gerne Berlin-Motive. Und immer, wenn ich unterwegs bin, dann sehe ich irgendwelche Motive, die ich malen möchte, mache Fotos und zu Hause mache ich dann Skizzen, die ich übertrage. Und wenn ich die Bilder male, freue ich mich schon immer darauf, die Figuren zu malen, weil mich das eigentlich nach wie vor am meisten interessiert. Und manchmal sagen Freundinnen, weißt du denn überhaupt noch, was du malen sollst? Also das geht bei mir überhaupt nicht aus. Die Motive, die purzeln mir durch den Kopf und ich glaube, ich könnte ja, immer weiter malen. Die Bilder, wie gesagt, die ich mir aussuche, da mache ich Fotos und mache mir ziemlich genaue Skizzen. Von Beruf war ich Fotolithografin und da ist mir gegeben, dass ich musste damals auch schon immer sehr genau hingucken und das ist mir eben auch bei der Malerei geblieben. Und wie gesagt, wenn das Bild fertig ist und ich kann anfangen, die Figuren zu malen, dann male ich mich immer mit drauf und jetzt auch immer meine Enkelkinder und immer, wer mir noch so einfällt aus dem Bekanntenkreis, der kommt auch mit drauf. Und das ist nach wie vor das Schönste überhaupt für mich, die Malerei. Und früher war es gar nicht so einfach mit den vielen Kindern, aber mein Mann hat eines Tages zu mir gesagt, ich habe hier noch ein bisschen Holz, was könnte ich für dich machen? Ich sage, mal mir einen Malplatz. Und dieser Malplatz steht an einer Scheibe über der Heizung. Und insofern habe ich nie die Familie gestört, sondern ich saß immer vor der Heizung an der Scheibe und da habe ich gemalt. Das Radio daneben und ich war absolut glücklich. Und ich glaube, das strahlen meine Bilder auch aus. In der Schöneberger Weltlaterne hatten wir Gropestädter unsere allererste Ausstellung. Das war ein ganz intensives Erlebnis von uns und für uns. Und für mich auch ganz besonders, denn vorher war in der Zeitung ein Bild von der Wirtin, die hat um Mitternacht immer einen frisch gebratenen Schweinebraten serviert. Und da war ein Bild in der Zeitung und danach habe ich mein erstes Bild gemalt und es war auch mein erstes Bild, was ich verkauft habe. Und nachdem ich das verkauft habe, ich glaube, das war der Ex-Mann, kam dann noch ein Mann zu mir, das war dann entweder ihr Freund oder ihr Ehemann und der hat gesagt, bitte malen Sie mir nochmal das Bild. Und dann habe ich also diese Wirtin mit dem Schweinebraten vor der Schöneberger Waldlaterne nochmal gemalt. Und Jahre später hat einer meiner Söhne dort Musik gemacht und dann habe ich in der Schöneberger Weltlaterne meinen 80. Geburtstag gefeiert. Also sie hat eine besondere Bedeutung für mich. Und die Passage, die ist in Neukölln und von der Gropestadt aus in 10 Minuten zu erreichen. Und die liebe ich deswegen, weil es da ein Kino gibt, also ein großes Kino, wo mehrere kleine Kinos untergebracht sind. Und ja, da gehe ich unheimlich gerne hin ins Kino, jetzt geht es ja nicht. Und daneben ist noch die Oper und die Neuköllner Oper ist auch ziemlich bekannt in Berlin und es ist auch ein ganz besonderes Erlebnis.
Ja, dann fange ich doch mal an mit meinem Buch, Was macht der Weihnachtsmann im Sommer? Ich bin vor etwa 3 Jahren im Sommer mit dem Rad mal nach Nordbrandenburg gefahren auf eine mehrwöchige Radtour. Und da bin ich dann in Himmelfort hängen geblieben, weil es da so idyllisch war. Das liegt zwischen 4 Seen und es war eine Wahnsinnshitze. Da hatte man auch nicht so viel Lust zum Fahrradfahren. Und dann habe ich so viele versteckte kleine Orte in Himmelfort entdeckt und habe dann so angefangen, mir eine Geschichte zusammenzuspinnen. Und soll in Himmelfort ja auch der Weihnachtsmann wohnen. Jedes Jahr schreiben Zehntausende von Kindern Wunschzettel und schicken die nach Himmelfort. Und daraus ist dann eine Geschichte entstanden und die habe ich auch illustriert mit den Zeichnungen, die ich während meines Urlaubs dort von den verschiedenen kleinen Sehenswürdigkeiten des Örtchens angefertigt hatte. Das Kinderbuch ist jetzt inzwischen erschienen und von mir, wie gesagt, auch illustriert. Ich habe dann noch 2 Bilder mitgebracht, einmal die Papageien hier, das ist schnell erzählt. Ich habe einen Wintergarten zu Hause, der ist im Sommer ganz leer. Dann wird er nur mal schnell durchquert, weil es da immer ziemlich warm ist bei gutem Wetter. Und die Pflanzen stehen alle im Garten und im Winter stehen sie dann halt drin. Aber nach dem letzten Sommer, da hatte ich die vielleicht ein bisschen zu viel gegossen, da waren die so üppig gewachsen, dass ich kaum selbst noch Platz in meinem Wintergarten fand, nachdem ich die alle reingeholt hatte. Und es war wie in einem Dschungel. Und dann habe ich gedacht, jetzt fehlen nur noch die passenden bunten Papageien zu meinem Dschungel und habe die also kurzerhand gemalt und hier hängen sie. Da links hängt das Bild vom Sündenfall, Adam und Eva im Paradies. Und das ist eigentlich zum Teil inspiriert von dem Ort, wo ich studiert habe, Florenz in Italien. Da habe ich damals mein Studium finanziert, indem ich als Reiseleiterin und Stadtführerin gearbeitet habe, habe mich sehr, sehr viel mit der Malerei des Mittelalters und der Renaissance beschäftigt, die dort sehr dominant ist. Und eben dann auch mit der christlichen Ikonografie, um meinen Gästen, die ich betreut habe, diese berühmten Gemälde und Kunstwerke aus dieser Zeit, wo eben kirchliche, religiöse Kunst sehr dominant war, ein bisschen näher zu bringen. Und dann bin ich so ganz plötzlich 30 Jahre später auf so ein Motiv zurückgekommen, nachdem ich den Sonntagsmalern beigetreten war und die malten ja naiv und ich eigentlich eher nicht. Und ich habe nach einem Motiv gesucht, das sich gut eignet für eine naive Darstellung. Und weil im Paradies ja so viele bunte Blumen und Früchte und Tiere zu finden sind, dachte ich, das sei ein gutes Motiv für ein naives Bild. Und deswegen habe ich hier den Sündenfall dargestellt. Ich bin Heike Thulmann und organisiere seit Jahren Kunstausstellungen für die evangelische Kirchengemeinde Epiphanien in Berlin-Charlottenburg. Liebe Kunstliebhaber von Epiphanien und liebe Gäste von nah und fern, ich freue mich sehr, Sie heute zu dieser außergewöhnlichen Ausstellung begrüßen zu können. Gemeinsam mit den Grobgestädter Sonntagsmalern präsentierten wir Ihnen heute unsere erste digitale Ausstellungseröffnung. Vernissagen hatten wir schon oft, aber digital, das ist ein Novum. Sie alle waren nun Zeuge dieser Premiere und haben hoffentlich auch in dieser Form die malerische Vielfalt genossen. Zu besichtigen sind die Werke im Original bis Ende April 2021. Und zwar jeden Sonntag nach dem Gottesdienst von 11 bis 12.30 Uhr oder an anderen Tagen, wo wir die offene Kirche haben. Bedanken möchte ich mich bei unserer internetaffinen Pfarrerin Ramona Rohnstock und dem Gemeindekirchenrat. Sie haben dieser Ausstellung sehr schnell zugestimmt. Die gelungene Durchführung verdanken wir den engagierten und kompetenten Gemeindegliedern, Herrn Martin Burkhoff und Arne Klimpel. Herzlichen Dank dafür. Und herzlich bedanken möchte ich mich auch bei den Künstlern und Künstlerinnen, die sich spontan da bereit erklärten, ihre Werke in dieser Form bei uns auszustellen. Abschließend zeigen wir nun alle Werke, die in der Ausstellung zu sehen sein werden, musikalisch begleitet
von der stadtbekannten Akkordeonspielerin Monika Joos. Viel Vergnügen dabei und auf Wiedersehen in Epiphanien. Bleiben Sie gesund. Heike Thulmann. Thank you.